Ja, und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play League of Legends. Für alle, die sich jetzt wundern gleich, das wird eine normale Commentary-Folge mal wieder, also das heißt normal, es wird nicht im Nachhinein aufgenommen, sondern sofort aufgenommen. Ja, das hat den Vorteil, Nachteil, dass ich momentan keine Folgen habe und jetzt gleich eine Folge brauche für heute. Und ich bin Asel bis jetzt noch keine gute Folge hingelegt habe und bla bla bla. Ich habe mit Asel bis jetzt gegen Bots gespielt nur und zweimal im Ranked. Das eine Mal habe ich verloren, das andere Mal gewonnen, aber beides nicht mit einer mit einem Spiel, was sich sehen lassen kann. Deswegen ja, wollte ich jetzt einfach mal nochmal probieren. Also das ist normal. Der Shaco ist übrigens Jungle oder Smite, warum auch nicht. Und ich bin gegen Pantheon höchstwahrscheinlich. Oder gegen Vayne? Bin ich gegen Vayne? Lol, ich bin gegen Vayne. Was ist das denn? Ein Pantheon ist Supporter für Ezreal wahrscheinlich. Die spielen einen Scheiß zusammen, die Leute hier im Normal. Das ist unnormal. Na gut, ich trinke erstmal was. Ist auch wieder übelst früh. Ich hasse es eigentlich, Fuß aufzunehmen. Weil ich mir dann selbst immer so schläfrig vorkomme. Aber egal. So. Quatsch, warte. What I do? What I do? I don't understand it. Ja, natürlich verschreibt der Wälzer. Die Welt ist eine Wüste. Ich bin die Oase. Die Aufgestiegenen werden die Menschheit erleuchten. Ein Herrscher erkennt, wenn die Zeit reif ist. Die Geschichte wird von uns geschrieben. Der labert ziemlich viel. Alle Augen sind auf uns gerichtet. Das finde ich ein bisschen, der ist ja noch auf zu labern, ey, meine Fresse. Jeder wird Shurima kennenlernen. Ist schlimm, oder? Ich werde Shurima wieder auferstehen lassen. Niemand kennt den Willen der Wüste besser als die Fresse. Das ist ja mega hart am Anfang, ey, ohne Scheiß. Der labert erstmal alle Sprüche, die er hat, runter. Komplett. Loyalität wird 30 belohnt. Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. So. Jene, die mir folgen, folgen dem Schicksal. Yay, das finde ich voll geil. Na, sag doch mal. Wenn alle Spuren verwischt sind, bleibe ich bestehen. Die Vasallen sind erschienen. Das ist so geil. Jump, 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 jump. Hat er gemerkt, dass er Smile vergessen hat? Er setzt nicht mal Boxen! Er setzt nicht mal Boxen! Dieser Chaco, der wird mich noch aufregen im Spiel, glaube ich. Wir sind das Ergebnis unserer Entscheidung. Ich werde ihre Augen öffnen. Okay. Der Befehl wurde erteilt. Shurima ist ewig. Na gut. Jetzt kann's losgehen. Die Zukunft. Wie oft funktioniert das, wenn man da nicht verballert?
Das Schicksal liegt in unseren Händen. Das Farm mit dem Typ habe ich noch nicht ganz draußen gesehen. Der Befehl wurde erteilt. Letzten Endes werden wir alle vom Land. Nein, oh come on! Ich hasse, dass wir dem Typen zu farmen. Das ist dann so schlimm am Anfang. Ich besiege oh, falsch dein Skill, Schicksal mit Klasse. Einem Wort. Das Vermächtnis Shurimas wird überdauern. Ich werde Vayne 10. Gut, die Farbe ist auch nicht unbedingt gut. Ist ewig. Ich war's, war Spaß für kurz Mana. Deswegen spiele ich übrigens ungern AP Carry. Ich kann mir zu wenig Damage nicht farmen. Sie wagen es, sich Shurima das zu kann ich jetzt, das ist unmöglich, ey. Ohne Scheiß. Sag mal, das kann doch nicht sein, dass ich kein verficktes Ding hier treffe. Ohne Scheiß. Ohne Shurima gibt es keine Zukunft. Ihr müsst mir nicht folgen, doch ihr müsst Zeuge werden. Gut. Auch das sah nicht unbedingt aus wie eine Glanzleistung von mir, aber es hat funktioniert im Endeffekt. Shurima ist ewig. Stelle nie einen Imperator in Frage. Wir wandeln auf dem Pfad der Erleuchtung. Uralte Macht durchfließt mich. So. Die Unwürdigen haben keinen Platz in den Geschichtsbüchern. Jetzt gehe ich auch schon wieder weg. Denn ich kaufe mir jetzt als nächstes das und das. Ich bin Shurimas Sonne. Für mehr Mana und ein bisschen mehr Leben gegen die Vayne. Geht mit mir und ihr merkt sich ja schon, dass der Asien leicht kleiner Mana-Schlucker ist. Wir werden ausgraben, was verloren ging. Und darum brauche ich das jetzt. Sieht so aus. Ja, so scheint zu dominieren. Und hier sieht's, naja. Ich bin Shurimas Sonnenaufgang. Alle Augen sind mich auf die Venus gerichtet. Ohne Shurima gibt es keine Zukunft. Seht, was ich sehe. Loyalität wird belohnt. Also doch. Gewagt es, mir entgegenzutreten? Der Befehl wurde erteilt. Shurima ist ewig. So. Vergraben Sie. Erobern. Gebt euch Shurima hin. Ich werde Shurima wieder auferstehen lassen. So, so wie dazu. Naja, sie gab es ja einen Bug, dass man, wenn man Snap gezückt hat,
dass man über die Mauer und irgendwo hier hinten dann stand und sich nicht mehr bewegen konnte. Verkraft sie! Shurima ist ewig! Ist mein. Ein Gegner wurde getötet. So. Geh ich mal weg. Und dann schauen wir, was wir noch machen können. Ich würde am liebsten mir das bei den Katalysator holen. Und dann noch so ein Ding. Wir werden ausgraben, was verloren ging. Ich könnte mich jetzt TP'en. Ihr müsst mir nicht folgen, doch ihr müsst Zeuge werden. So, macht denn jetzt. In jedem Kampf. Wer verleugnet unsere Herrschaft? Soldaten, vorwärts! Diese schlafende Welt. Autsch! Das war nicht so intelligent von mir. Er sagt zu mir, Noob, ich hab die beste Score hier mit dem ganzen Team, ne? Ah, na gut. Ja, ja, so hat mehr. Aber, ach Leute, ey. So. Hier haben ein bisschen Attack-Speed, weil die Passive von Asa ist ja der Attack-Speed-Bonus und ohne Attack-Speed an sich die bringt der Bonus natürlich nicht viel. Die Menschheit erleuchten. Das geht bei denen eigentlich ab, ey. Ohne Scheiß. Noob, 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 noob. Never fuck again, Asia. Yeah, bleib ich doch ein bisschen mehr. Ich hab nur gerade einen Kill geholt. Bin dafür zwar auch gestorben, aber egal. Bleib ich mich ruhig noch ein bisschen mehr, das ist schon okay. Meine Fresse, ohne Scheiße, ey. Bronze ist so hart, was das Flamen angeht. Es macht absolut keinen Spaß auf der Edo zu spielen, ohne Mist. Vorwärts! Ich kann meine Kuh nicht aktivieren. Jeder wird Shurima kennenlernen. Nicht schlecht. Ein Herrscher erkennt, die Bugs sind also immer noch da. Genau wie bei Warwick. Man kann die Kuh bei Warwick, die W bei Warwick manchmal nicht aktivieren. Den Bug wollten sie seit Ewigkeiten mal fixen, ist immer noch nicht passiert. Ich kann meine Kuh schon wieder nicht aktivieren. Erobern! Niemand kennt den Willen der Wüste besser als ich. Der Befehl wurde erteilt. Stelle nie einen Imperator in Frage. Vertraut auf mich! Soldaten, vorwärts! So, wir hitten einfach mal hier ein bisschen weiter. Die fangen Viecher an. Shurima duldet keine Verbrechen. Ach Mist, so war es zu sein. So, dann machen wir jetzt Tower auf. Fordere Shurima heraus, fordere das Schicksal heraus. Gegnerische Doppeltötung. Das spart Mana. Ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. Wir wandeln auf dem Pfad der Erleuchtung. Shurima ist ewig. Der Befehl wurde, sie wagen es, so immer zu widersetzen. Und so. Die Geschichte wird von uns geschrieben. Das Vermächtnis Shurimas wird überdauert.